Oh mein Gott, ich bin... Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist ein ganz besonderes Video und es ist total besonders, jetzt einfach hier zu stehen und das mit euch teilen zu können. Das ist ein Geheimnis, was ich jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr hüte. Also seit Oktober ca. 2021. Da hat diese Reise begonnen und ja, mit dem heutigen Datum kann ich es euch endlich sagen. Es ist ein weiterer Lebenstraum, der in Erfüllung geht und überhaupt das sagen zu können, ist schon total verrückt, weil Leute, die mich schon lange verfolgen, wissen so, ein Jugendmagazin war so ein Lebenstraum von mir. Ich glaube, das war der Lebenstraum von mir, aber... Man hat ja noch weitere Träume und Ziele. Einer meiner Träume war es eben, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. And I did. Lea und ich haben gemeinsam ein Buch geschrieben. Dieses Buch kommt am 27. Oktober diesen Jahres raus. Und ab heute könnt ihr es vorbestellen. Aber ganz von vorne, wie kam das alles zustande? Mein mittlerweile Ex-Freund, den ich immer noch sehr... lieb habe und schätze, war eines Tages in Hamburg und hat sich unter anderem mit Felix, ich hoffe, ich darf seinen Namen sagen, aber ich werde ihn eh in die Danksagung vom Buch reinschreiben, getroffen und einfach, keine Ahnung, ich glaube, da waren mehrere Personen dabei. Auf jeden Fall hat er ihm erzählt von Bewusstsein und was ich so mache damit in meiner Freizeit. Und Felix fand das total cool und der arbeitete oder hatte Praktikum gemacht in einer Literaturagentur. Und er meinte, Nora könnte da voll ein Buch drüber schreiben, über ihre ganzen Erfahrungen mit Social Media und einfach wie sie damit, weiß ich nicht, erwachsen geworden ist, schätze ich mal. Also die Idee hat sich dann auch so geformt. Und da es um dieses Thema bewussten Social Media Konsum ging, war ich direkt so, Felix, voll gern, aber nur mit Lea. Ich mache das nur mit Lea. Und Lea war natürlich auch dabei, sie so... Klar, schreibe ich ein Buch mit dir. Es war halt noch so unvorstellbar, wisst ihr. Aber wir hatten dann diese wundervolle Agentur. Ich mache jetzt wirklich long story short, weil ich glaube, ich würde gerne, wenn Lea dieses Wochenende kommt, mit ihr eine Q&A machen, wo wir das gemeinsam nochmal alles aufrollen und gemeinsam einfach erzählen, wie das läuft. Long story short, letztes Jahr, also 2022 im Herbst, haben wir dann die Zusage vom Lux Verlag bekommen. Lux kennt ihr vielleicht von den Büchern wie Save Me, also den Büchern von Mona Kasten und so weiter und so fort. Gehört zum Bastei-Lübbe Verlag und sie haben gleich die Vision erkannt hinter unserem Buch und ja, mit uns die Arbeit begonnen. Und jetzt haben wir super, super intensiv die letzten Wochen, Monate an diesem Buch gearbeitet. Zum Arbeitsprozess werde ich total gerne auch noch mehr erzählen. Also ihr könnt super gerne all eure Fragen, die ihr habt, in die Kommentare schreiben. Und Lea und ich können darüber gerne sprechen, weil alleine dieser Prozess, ein Buch zu schreiben, ist so, so spannend. Und ich möchte da wirklich gerne viel drüber erzählen, wenn ich darf. Ich muss natürlich alles immer ein bisschen mit dem Verlag abstimmen. Hochphase des Schreibens war für uns halt Februar, also vor allem für mich. Und die Buchabgabe war in der letzten Woche vor meinem Umzug. Könnt ihr euch also vorstellen, wie viel in einer Woche bei mir abging. Trennung, Buchschreiben, Umzug, alles innerhalb von einer Woche. Aber I did it und hier sind wir und ich möchte euch heute zur Feier des Tages das Cover auch schon zeigen. Das haben wir selber erst, ich glaube, vorletzte Woche bekommen und die Covergestaltung kam vom Verlag selbst, also von Lux. Ach, da waren so viele Zufälle auch schon wieder. Ich zeige es euch jetzt erstmal. Badum. Achso, und da steht auch der Titel. Das Buch wird heißen On and Off. Vielleicht habt ihr es schon im Titel gelesen. Und für einen bewussten Umgang mit Social Media. Und das beschreibt es einfach so, so gut, einfach unsere Beziehung, die wir zu Social Media haben. Und das Buch, ich könnte euch so viel erzählen. Ich will eigentlich nicht so ein langes Video machen, aber es gibt so viel zu sagen, weil es ist so spannend. Also... Das Buch, was Workbook-Charakter hat, also es ist auch zum Reinschreiben mit vielen Reflexionsaufgaben, Übungen und so weiter und so fort, aber es ist ein total cooles Buch.
Ich erkläre das immer so, dass es ein bisschen Sex and the City-mäßig ist, dass wir einfach von persönlichen Erfahrungen, persönlichen Anekdoten erzählen. Und zufälligerweise hat alles irgendwie mit Social Media zu tun. Und wir haben halt mega viel gelernt und mitgenommen über unsere Jugend und auch natürlich durch unsere Arbeit Bewusstsein. Das alles können wir euch jetzt weitergeben in dieser total coolen Form, die überhaupt nicht langweilig ist und überhaupt nicht, jetzt muss ich mich mit meinem Social Media Konsum auseinandersetzen. Nee, sondern es ist einfach ein Buch, was einfach die Themen unserer Generation beziehungsweise dieses eine Riesenthema unserer Generation so perfekt zusammenfasst auf eine ganz sympathische Weise, wenn ich das so über uns selbst sagen darf. Und einfach für, ich traue es mich zu sagen, für euch, für ein glücklicheres Leben sorgt. Zumindest diese ganzen Tipps und alles, was dadurch erarbeitet wird, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin, und ich liebe mein Leben gerade. Es beleuchtet einfach unsere On- und Off-Beziehungen zu Social Media, und die haben wir nun mal. Ich glaube, die haben wir alle in gewisser Art und Weise. Und früher, so gerade zu Anfang der Arbeit mit dem Buch, hatte ich eine sehr große On-Beziehung. Und mittlerweile ist es wirklich mehr eine Off-Beziehung, aber trotzdem gibt es immer noch so Ons. Wisst ihr, was ich meine? Also jeder findet sein eigenes persönliches On und Off. Und das finde ich so spannend. Oh mein Gott, ich bin... Also, ich bin ganz hibbelig, dass ich das jetzt mit euch teilen konnte. Und es gibt noch so viel zu sagen, aber ich glaube, ich lasse es jetzt dabei. Lasst euch nur gesagt sein, selbst wenn euch dieses Buch jetzt nicht interessiert oder wie auch immer und ihr mir einfach jetzt nur 5 Minuten zugeguckt habt. Träume können wahr werden. Ich habe auch ein paar Easter Eggs gegeben. Ich weiß nicht, über die letzten Jahre und Monate, ich weiß nicht, ob manche von euch das mitbekommen haben, aber ein Newsletter von mir war ein riesengroßes Easter Egg. Und ach, manchmal auch Sachen, die ich in Videos gesagt habe oder auf Instagram. Also, yada, yada, yada. Und Träume können wahr werden. Und es sind meistens irgendwie Zufälle oder Menschen, die man kennt, die irgendjemand kennen. Alles hat irgendwie, das ist eine Bestimmung, alles hat irgendwie einen Grund. Und ja, deswegen, ich will euch ein bisschen Hoffnung machen, dass ihr an euch glaubt und an das, was ihr liebt und machen mögt. Das soll nicht heißen, dass es einfach ist und zugeflogen kommt oder dass jeder und jede dieselben Chancen hat, weil das ist definitiv nicht so. Ich spreche hier natürlich wieder aus einer total privilegierten Sicht, aber ich möchte einfach Hoffnung machen, dass es möglich ist und dass man das Lebensträume einfach in Erfüllung gehen kann. Und vielleicht erinnert ihr euch, vor 2 Wochen oder so habe ich in meinem Vlog gezeigt, ich habe hier diese Karte, und das ist lustig, weil da hat sich fast alles von erfüllt. Da habe ich das so vorgelesen, unten war so Buchschreiben, wünsche ich mir. 2020 war das in 3 Jahren. Das war super weit hergeholt. Aber I did it. Mehr zum ganzen Thema in einem separaten Video. Ich freue mich auf eure Fragen und was ihr denkt. Und natürlich vor allem, bitte bestellt das Buch vor. Ich glaube, das ist ein guter Indiz auch für den Verlag, wie viel interessiert es an dem Buch gibt. Ich glaube sowas von an dieses Buch. Aber ich glaube auch, dass bewusster Social Media Konsum etwas ist, was ein bisschen auch ein schwieriges Thema sein kann. Und etwas, wo nicht viele vielleicht sagen im ersten Moment, oh, das kaufe ich mir jetzt im Buchladen, da beschäftige ich mich jetzt freiwillig mit. Aber das Buch ist wirklich so, so cool. Lea und ich haben abwechselnd geschrieben, so coole Kapitel auf die Beine gestellt. Jeder hat so seine eigene Schreibweise. Ich gucke jetzt irgendwie rüber, als wäre sie da. Jeder hat ihre eigene Schreibweise. Und ihr werdet es wirklich lieben. Und genau, bitte bestellt es vor. Ihr findet es in der Infobox. Alle Links, wo man es vorbestellen kann. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr es bei eurem privat-persönlichen Lieblingsbuchladen vorbestellt und am 27. Oktober dann in auch den Buchladen geht und es dann bestellt. Vielleicht liegt es auch da. Ich muss auch sagen, ich habe es noch gar nicht so richtig selber realisiert. Ich glaube, ich realisiere es erst, wenn ich es in den Händen habe. Und danke für all eure Unterstützung, ohne die das alles niemals möglich gewesen wäre. Und ich hoffe, ihr freut euch annähernd so viel wie ich. Dann freut ihr euch schon sehr. Danke fürs Zuschauen.
singe jetzt erstmal und bis zum nächsten Video.